Leute, ja, ich hoffe jetzt wirklich, dass ich jetzt meine Waffe eigentlich vorankriege, weil guckt euch das an. Also erstmal verkaufe ich den Scheiß, der jetzt hier ist. Ich habe gerade ganz viel gecraftet. Ich pump gerade bis zum geht nicht mehr, weil jetzt entscheidet sich wirklich eine Menge. Ich habe eine 25% Chance, eine richtig geile Waffe zu craften. Ich werde die in dieser Reihenfolge machen, weil die jeweils sind das erste. Er kommt schon wieder an mit, ich bin Q7 Sandy, ist viel besser. Eventuell könnte es jetzt gleich passieren, dass ich mit Q7 Set spielen werde. Ich muss bloß einmal craften. Heute gab es auch ein Kleeblatt. Ich möchte nicht. Ich möchte absolut nicht, nein. Da Video spielst du mit Q4. Ich habe ja nichts anderes. Aber jetzt lass mich bitte Q7 bekommen. Bitte. Your time is up. My time is now. La 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 la. I'm phenomenal. Oh, Webinopma. Manopma. Oh, Nepeopma. Oh. I'm a Mack truck that is run over. Oh. Damn. It's good. It's good. It's good. Heieieiei. Oh, jetzt erstmal ein bisschen im bisschen so fake im Chat auch was. Waffe hat geklappt! Also, als erstes hat er halt die drei Goldwaffe geklappt. Und jetzt hat das hier geklappt. Also, genau, eigentlich ist ja nur das raus gewesen. Ich habe eigentlich nur eine Waffe. Ich freue mich. Boah, darauf erstmal ein Siegestrunk. Eigentlich müsste ich jetzt, richtig geil Energiegetränke trinken, aber ich möchte jetzt gleich schlafen. Na, ich könnte ja auch Siegesdrogen nehmen, jetzt ein paar Schmerzmittel. Ne, also nö. Ich trinke jetzt ein Glas Cola als Siegestrunk. Lasst uns darauf anstoßen. Ja, ein halbes Glas, ein halbes Glas reicht. Ein halbes Glas. Ah, meine Güte, nee. Das war ein. Krasses nun mehr. Prost. Das war ein krasses Hin und Her. Oh, ei, Avono. Endlich die Waffe gecraftet. Jetzt baue ich mir nur noch eine kursive Waffe Farmen. Na, was ich auf jeden Fall schon habe,
Ist halt die Handschuhe. Ja, da kann ich so richtig geile Videos machen, wo ich mir an ganzen Sachen crafte. Ja, jawohl. Road to 4 Gold Weapon. Am besten sollte ich das jetzt noch editieren und am Anfang sagen, irgendwas wie: Das Spiel ist so scheiße. So scheiße. Und dass der Forsch packen. Boah, ich bin einfach sprachlos. Bin jetzt einfach glücklich, dass ich die Waffe endlich fertig habe. Ja, was mache ich denn jetzt? Wird wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit hier Räder gefahren, damit ich jetzt irgendwie meine Waffe bekomme. Oder mir eben eine verkauft gleich. Man wird sehen. Haut die Kohle rein. Boah. Die zieht aber. Oh. Harter Stoff. Oh. Ja. 3%ige pure Milch. Ja, dann brauche ich den ganzen Scheiß jetzt auch nicht mehr, wa? Easy, kann ich jetzt alles verkaufen. Glück, Glück, Glück. So. Was mich auch mal noch interessiert ist, soll ich den die ausrüsten, diesen Mantel? Ja oder nein? Weil ich meine, 10 Crit-Schaden geht da zwar weniger, aber fast 2% mehr Attack Speed. Und die Death Stats, die so wichtig sind auf dem Mantel, gehen halt in die Höhe. Also Widerstände. Widerstände. Oh. Könnte ich ja mal testen. Ich meine, kritische Trefferwertung verliert so gut wie nichts. Ich meine, hätte ich richtig schön. Naja, kurz mal gucken. 1200 wäre mehr. 300 wäre das dann mehr, ne? Ja, 300 ungefähr ist das mehr. Ha. In deinem Video spielst du mit Q4Z. Ja, demnächst nicht mehr. Jetzt mache ich nur noch mehr ein paar Sachen craften und dann ist fertig. Ja, ich würde mal sagen, die nächsten Videos beinhalten Ring-Crafting, Handschuh-Crafting und Waffen-Crafting, damit Magie endlich vollendet ist. Obwohl, ich brauche ja immer noch die Schultern. Ja. Und eigentlich auch noch die Schuhe. Aber es sind so Punkte, wo ich sagen, wo man sagen kann, ja, es wäre besser, aber bläh. Und natürlich auch noch neuen Mantel, einen besseren. Könnte man sich jetzt auch schon direkt erfarmen. Ja, muss man aber auch nicht. Ich meine, ja, dann wird man die nächsten Tage mal eine richtig krasse Damage Evolution sehen. Habe ich hier irgendwas? Ne. Ist so. Und dann seht ihr demnächst eine Damage Evolution. Finde ich voll geil. GZ. Oh, Dankeschön. Ja. Ziemlich überwältigt. Hier im Dingsbums kann man auch nochmal. Handschuhe und Dingsbums. Die Handschuhe könnte ich ja quasi schon craften. Aber ich glaube, dafür mache ich extra ein eigenes Video, wo ich dann, keine Ahnung, ein 2-Minuten-Video mache, wo ich die Handschuhe crafte und mich dann freue. Und dann mache ich noch ein Video, wo ich Dragonring crafte und mich dann freue. Und dann Waffencrafting und mich dann freue. Und alle so 3-Minuten-Videos, die richtig viel Klicks geben, Alter. Darauf freue ich mich auch. Ja, ich glaube, die mache ich gleich direkt im Anschluss, damit ich das fertig habe. Und erfahren wir dann eben noch schnell eine Waffe und kaufen wir dann mit Materiekramente eine Waffe. Jo, das war's dann für diese Folge. Ich bin so happy jetzt, Alter. Ich hab eine mega geile Waffe. Wo gleich erstmal in den
in den Fett reinstellen. Von Foto machen und dann in den Fett reinstellen. Oh. Und dann noch über 300%. Das freut mich so hart. Die ist so wunderschön, Alter. Oh, 19 Gold. Ich sollte die unbedingt verkaufen. Tschüss.